Hallo Leute, ich bin Ultimate Spin Dash und wir werfen heute einen Blick auf den Seeräuber und Bezwinger der Weltmeere, Hydroid. Hydroid ist ein Warframe im Stil eines Piraten mit aquakinetischen Fähigkeiten. Diese dienen größtenteils zur Massenkontrolle. Die Frage ist daher, kann er noch etwas anderes? Hydroids Blaupause erhaltet ihr im Markt für 50.000 Credits. Seine Teile droppen von Vehek auf der Erde. Beachtet, dass ihr Meisterschaftsrang 5 erreicht haben müsst, um gegen Vehek antreten zu dürfen. Alternativ bekommt ihr im Samslot und Reaktor für 300 Platin oder im Update 13 Megapack zusammen mit der Attica, Nami Skylar, dem Triton-Helm, dem Paraskin für Carrier und Boostern für 700 Platin. Hydroids erste Fähigkeit, Sturmfeuer, bombardiert den Bereich, auf den euer Fadenkreuz zeigt. Seine zweite Fähigkeit, Springflut, bewegt Hydroid vorwärts und schadet allen Feinden in seinem Weg, sowie denen in seinem Umfeld, wenn die Fähigkeit endet. Während der Animation ist Hydroid unverwundbar. Seine dritte Fähigkeit, Kiel holen, verwandelt Hydroid in eine unverwundbare, aber unbewegliche Wasserpfütze. Wenn Gegner die Pfütze betreten, fallen sie hinein und nehmen kontinuierlich kleine Mengen Finisher-Schaden. Da sich eure Schilde weiter regenerieren, kann diese Fähigkeit genutzt werden, um einer gefährlichen Situation zu entkommen. Andere nutzen sie auch, um Konsolen in Abfangmissionen zu blockieren. Hydroids vierte Fähigkeit, Tentakelschwarm, beschwört beim Fadenkreuz Tentakel, die Feinden schaden und sie umherschleudern. Diese Fähigkeit verteilt Finisher-Schaden, welcher Schilde und Panzerung ignoriert. Beachtet aber, dass nur eine Instanz dieser Fähigkeit aktiv sein kann. Hydroids passive Fähigkeit erzeugt mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit bei einem Schmetterangriff einen Tentakel, der alles um sich herum angreift. Beachtet, dass diese Tentakel von stehlender Schwarm profitieren und auch von geladenen Angriffen der Redeemer erzeugt werden können. Mein Bild besteht aus Kontinuität, heilendes Kiel holen, Umlenkung, Vitalität, Fluss, Stromlinie, Ausdehnung und flüchtige Stärke. Mein stehlender Schwarmbild besteht aus flüchtige Stärke, flüchtige Expertise, Vitalität, Fluss, Stromlinie, Kontinuität und blinde Wut. Hydroid wird überwiegend für stehlender Schwarm gespielt. Auch wenn Tentakelschwarm Finisher Schaden verteilt, ist es recht wenig, weshalb ich es nicht nutzen würde, um in High-Level-Missionen zu farmen. Für Low- bis Mid-Level ist es effektiv, aber ich würde euch eher raten, Hydroid hinten anzustellen und zunächst andere Frames zu priorisieren. Naja, und dann kommt noch der ganze andere Action-Scheiß mit Pongo dem Mongo, dem riesigen, klischeehaften Tentakelmonster, das man aus jedem Hentai-Porno kennt. Ja, mit den Datenlöchern.